in den einzelnen Wahllokalen zwischen 20% und 44% Wahlbeteiligung. Und später wurde festgestellt, es wurde plakatiert. Es hing dann plötzlich ein Plakat da von einem Kandidaten. Das haben wir uns angeguckt, haben dann die Feuerwehr bitte beauftragt, das zu entfernen. Das war ein Thema gewesen. Ich denke, dass gegen 18:45 schon einige Wahlbezirksergebnisse eingespielt sind. Heute ist Landtagswahl in Brandenburg. Ich frage erstmal, wie ist denn der aktuelle Stand jetzt hier für Cottbus? Wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Was kann gesagt werden? Es kann gesagt werden, dass erstmal die Nachfrage nach Briefunterlagen sehr, sehr gut war. Wir haben 21.709 Briefunterlagen ausgegeben. Und um 14 Uhr wurde die Wahlbeteiligung abgefragt landesweit. Da war in Cottbus die Wahlbeteiligung gewesen in den einzelnen Wahllokalen zwischen 20% und 44% Wahlbeteiligung. Wie viele Wahlberechtigte gibt es auch insgesamt? Wahlbeteiligte sind 76.076 Wahlberechtigte. Jeder, der bis heute 16 Jahre alt geworden ist, war wahlberechtigt gewesen oder ist wahlberechtigt heute. Was kann vielleicht auch gesagt werden zu den Landtagswahlen aus den Vorjahren zum Vergleich? Auf jeden Fall kann gesagt werden, dass der Anteil der Brieffehler sich stark erhöht hat auf über 7.000 Brieffehler im Vergleich zum Jahr 2019. Ist aber sozusagen ein normaler Trend in den letzten Jahren gewesen, dass eigentlich jedes Jahr zu jeder Wahl dieser Anteil weiter gestiegen ist. Und wir haben heute, wenn also ein Großteil der Briefunterlagen uns auch bis 18 Uhr reicht, haben wir ein Viertel der Wählerinnen und Wähler als Briefwähler heute. Schauen wir mal so ein bisschen, im Hintergrund wird ja schon fleißig, sage ich mal, geholfen. Wie viele tatkräftige Helfer hat man denn in diesem Jahr und ist man mit dem Stand auch soweit zufrieden? Wir haben das Wahlgebiet eingeteilt in 53 Ohrenwahlbezirke und 53 Briefwahlbezirke und haben insgesamt 750 Wahlhelfer akquirieren können. Ist eine zum Glück eine einfachere Wahl zum Aussehen mit 2 Stimmen als die Wahl am 9. Juni. Wir sind sehr zufrieden, weil wir haben es geschafft, doch sehr gut die Wahlhelfer zu akquirieren und mussten heute nur wenige Ausfälle kompensieren. Was wird jetzt hier im Hintergrund gerade gemacht? Es wird im Hintergrund gerade die Vorprüfung der Briefwahlunterlagen. Es wird also, die roten Umschläge werden geöffnet. Es wird geguckt, ob die entsprechende eidesstattliche Erklärung, ob das alles ordentlich ausgefüllt wurde, unterschrieben wurde vom Wähler bzw. von Hilfspersonen. Und wenn das okay ist, dann kann der Umschlag mit dem Stimmzettel in die Urne wieder reingeworfen werden. Wenn es irgendwelche Sachen gibt, die unklar sind, Unterschriften nicht erfolgt sind und so weiter und so fort, wird geprüft, ob dieser Wahlbrief nicht zugelassen werden kann. Gab es ansonsten heute schon irgendwelche Vorkommnisse in den einzelnen Wahllokalen? Ja, es passiert immer einiges, was so los ist. Heute hatten wir einen Fall gehabt, dass der Wahlverstand früher in einem Wahllokal geprüft hat. Es hängen keine Plakate im Eintrittsbereich des Wahllokals. Und später wurde festgestellt, es wurde plakatiert. Es hing da plötzlich ein Plakat da von einem Kandidaten. Das haben wir uns angeguckt, haben dann die Feuerwehr bitte beauftragt, das zu entfernen. Das war ein Thema gewesen. Und dann gibt es eben natürlich immer wieder Sachen. Leute sind leider nicht schlau, fotografieren, was sie in der Wahlkabine gewählt haben, den Stimmzettel, stellen in soziale Netzwerke rein, das ist ein Verstoß gegen das Wahlgesetz. Solche Sachen wurden uns angezeigt. Das prüfen wir gerade alles und dann müssen wir dann im Nachgang Entscheidungen treffen, wie wir dann vorgehen. Aber es ist doch von der Warte ein bisschen was los gewesen. Wann kann denn jetzt mit den ersten Ergebnissen gerechnet werden? Ab 18 Uhr dürfen wir auszählen, also in den Ohrenwahlbezirken und in den Briefwahlbezirken. Ich denke, dass gegen 18:45 schon einige Wahlbezirksergebnisse eingespielt sind im System und dann auf der Homepage der Stadt Cottbus von allen, die es interessiert, zu sehen sind. Es wird ja auch ein Wahlbezirk für die Kommunalwahl hier in Cottbus noch nachgeholt. Läuft da soweit auch alles nach Plan? Läuft nach Plan. Da ist die Besonderheit heute, dass erst auch die Landtagswahl ausgezählt wird und danach dann die Auszählung erfolgt der abgegebenen Stimmen für die Kommunalwahl. In dem Fall sogar an einem Ort Briefwahl und Urnenwahl.